Hey, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut, aber in den letzten Wochen, da ging es mir natürlich nicht immer gut. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Da standen so viele Dinge im Raum, Behauptungen, Schlagzeilen, Lügen, die verbreitet wurden. Und ich bin ein Mensch, der sich nicht darauf konzentriert. Also ich konzentriere mich nicht auf das Schlechte. Ich versuche mich jeden Morgen auf das Gute zu konzentrieren. Das heißt, was kann ich tun? Was sind meine Hausaufgaben? Was kann ich tun für mich? Was kann ich tun für die Menschen, die mich mögen? Aber ich glaube, jeder von euch kann auch nachvollziehen, dass es einen Punkt gibt, wo man etwas sagen muss. Besonders dann, wenn gewisse Grenzen überschritten werden. Und das bin ich euch schuldig. Mich erreichen so viele Nachrichten, so viele Fragen auch von euch. Und deswegen würde ich sehr gerne jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen. Zu meiner angeblichen Liebesbeziehung zu Amira. Das stimmt nicht. Wir hatten keine Liebesbeziehung, wir haben keine Liebesbeziehung. Aber wisst ihr, wenn einem nicht geglaubt wird, dann muss man ein Gericht einschalten. Als letzte Instanz. Und dieses Gericht entscheidet auf Basis von Beweisen, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Und das habe ich gemacht. Und das Gericht hat entschieden und hat einstweilige Verfügung erlassen. Das heißt, keine Medien dürfen mehr diese Gerüchte streuen, diese Lügen streuen. Und außerdem habe ich eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Und jeder, der weiß, was eine eidesstattliche Erklärung ist, der weiß, dass eine Falschaussage mit hohen Strafen verbunden ist. Das heißt, das ist nicht etwas, was man einfach so aus einer Laune heraus macht, sondern nur, wenn man reines Gewissen hat und wenn man absolut überzeugt ist von der Wahrheit. Das habe ich gemacht, das Gericht hat entschieden und mehr kann und muss ich dazu nicht sagen. Außerdem wurde behauptet, ich hätte meine Doktorarbeit abgeschrieben und auch das ist eine Lüge. Ich habe sie selbst geschrieben, mit viel Schweiß, mit viel Kraftaufwand, jeden Morgen aufstehen, jahrelang eine hunderte Seiten lange Doktorarbeit schreiben, ist alles andere als einfach und das hat mich auch getroffen, weil ich weiß, wie viel Herzblut ich da reingesteckt habe. Ich habe selbst die Uni kontaktiert und habe sie gebeten, alles zu überprüfen. Ich wollte wissen, habe ich irgendetwas falsch gemacht, vielleicht unwissentlich. Gott sei Dank, vielen Dank an die Uni. Das hat sie ganz kurzfristig gemacht, alles gecheckt, hat mir geschrieben, alles ist sauber. Ich habe sie selbst geschrieben, also auch eine weitere Lüge, die einfach so aufgestellt wurde. Ich könnte jetzt so weitermachen und mich erklären, aber die letzten Wochen haben mich extrem nachdenklich gemacht. Weil viele von euch wissen, mein Thema ist das Glück. Also ich frage mich jeden Tag, was macht Menschen glücklicher? Ich rede darüber, ich schreibe darüber. Aber es gibt auch noch die Kehrseite vom Glück, das Unglück. Und ich musste mich mit dem Unglück beschäftigen, weil ich jeden Tag mit unglücklichen Menschen zu tun hatte. Unglückliche Menschen, das sind Menschen, die mir Dreck schmeißen, weil es ihnen selbst dreckig geht. Das sind Menschen, die sich ständig über andere erheben müssen und sich dann rassistisch äußern, frauenfeindlich äußern, die sich homophob verhalten. Und diese Menschen fühlen sich scheinbar besser, wenn es anderen schlechter geht. Und das ist einfach menschenverachtend. Unglückliche Menschen sind Menschen, die ständig andere Menschen runtermachen müssen, um sich besser zu fühlen. Aber sie machen sich damit zu Opfern ihrer selbst. Das heißt, wer zu anderen Menschen würdelos ist, der verliert dabei seine eigene Würde. Und das ist extrem traurig. Und ich bin auch niemand, der immer glücklich ist. Oder jemand, der nie Fehler macht. Ich weiß auch, was Unglück bedeutet. Und das scheinbar größte Unglück habe ich im letzten Jahr erlebt, bei der Geburt unseres Babys. Wir hatten eine so schwere Geburt. Wir waren wochenlang auf der Intensivstation. Ich hatte mein Baby quasi zweimal tot in meinen Armen liegen. Es hatte 15 Minuten keinen Herzschlag, bevor es dann reanimiert werden konnte. Es hatte einen Tag lang keine Hirnfunktion. Und die Ärzte haben gekämpft, gekämpft. Und wir als Familie konnten nichts machen, außer beten, hoffen, weinen und wussten nie, wird unser Baby überleben? Und wenn ja, wird es ein Pflegefall, was die Ärzte vermutet hatten. Und wie durch ein Wunder und durch Gottes Hilfe hat unser Baby überlebt und es geht ihm gut. Und wir sind unendlich dankbar dafür. Und es tut so weh, und das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, wenn man dann sieht, dass Menschen oder Medien die Bilder von dieser Intensivstation nutzen als Mittel, als Instrument, um uns als Familie zu schaden oder weh zu tun. Also es gibt für mich keine Erklärung, wie ein Mensch oder wie Menschen sowas machen können. Und nach der Geburt war ich überfordert. Also
Wir dachten, unser Baby wird vielleicht ein Pflegefall und deswegen habe ich mich in Arbeit gestürzt. Ich habe falsche Prioritäten gesetzt. Ich habe gemacht, gemacht, gemacht. Und hätte einfach mehr da sein müssen, auch für die Familie. Mehr Zeit zu Hause verbringen müssen. Das habe ich jetzt verstanden. Ich würde es heute anders machen. Aber ich war einfach nach dieser Zeit, nach der Hölle, die man erlebt hat, die wir erlebt haben als Familie, völlig überfordert. Aber das heißt auch, dass man im Unglück erkennen kann, was hat man falsch gemacht, was hat man gelernt und wie wird man es heute machen. Aber von der Geburt an bis heute bin ich immer da für die Familie. Ich bin immer da gewesen für die Familie. Ich liebe meine Familie und ich hoffe, dass ihr mich auch in diesem Punkt jetzt ein bisschen besser versteht. Und natürlich frage ich mich auch, was in so Momenten, wenn Menschen auf einen zukommen und einen attackieren, Glück ist. Und Glück ist auch in diesen Momenten einfach diese innere Kraft zu haben, zu verzeihen, über diesen Provokationen zu stehen, über diesen Anfeindungen zu stehen und sich selbst treu zu bleiben. Sich selbst treu zu bleiben, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das werde ich immer machen. Ich werde jeden Tag aufstehen, mein Bestes geben, nicht nur für mich, sondern auch für euch, für die, die mich mögen. Das schwöre ich euch, egal was kommt, ich werde immer weitermachen und mit ganzem Herzen das tun, was ich liebe einfach. Ja, das ist mein Warum, ist einfach für Menschen da zu sein. Egal, wo ihr mich erlebt habt oder noch erleben werdet, ihr wisst genau, wie viel Herzblut ich in alles stecke, was ich tue. Und ich werde mein Bestes geben, Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Ja, wenn ich Menschen sehe, die etwas glücklicher sind durch irgendetwas, was ich getan habe, dann ist das das schönste Gefühl. Einfach zu wissen, ich habe in diesem Leben von diesem Menschen etwas bewirken können. Und das werde ich immer weitermachen. Und ich hoffe, dass ihr mich jetzt besser verstehen könnt, fühlen könnt, wisst, wofür ich stehe. Und ich danke euch für eure Unterstützung, für die vielen, vielen auch lieben Nachrichten natürlich, die ich kriege. Und wünsche euch wunderschöne Feiertage, wunderschöne Festtage, einen guten Rutsch. Wir sehen uns, wir hören uns. Passt immer gut auf euch auf. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Alles Liebe und bis bald. Euer Björn.